Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Lars Reiter und wir sind in Folge Nummer 15 von Astroneer. Ja, wir sind mit unserem kleinen Mannequin unterwegs, waren letztes Mal in der Grube, wo wir reingefallen sind, beziehungsweise wo uns diese Pflanze da getötet hatte und wir unsere Sachen aufgehoben haben. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie wir weiterkommen. Irgendwie eine Plattform bauen, mit dem Schmelzer da noch zwei Lager dran machen und sowas war Mordrax letzte Worte. Und ja, müssen wir mal gucken, dass wir das noch im Intro machen, ne? Bis gleich. So, dann wollen wir mal loslegen. Gucken mal, das war. Ach so, was Mordrock auch geschrieben hatte, ich muss in meinem Rucksack die beiden Anbauteile für meinen Dingens bauen. Ja. Wenn ich jetzt gerade mal erstmal, ne, meinen Rucksack aufrufen könnte. Mit den Falltasten. So, jetzt bin ich da hingekommen, wa? So, Sauerstofffilter, kleiner Kanister, kleiner Generator, Leuchtfeuer, Arbeitslicht, Sauerstofftank, kleine Batterie, Verlängerung, Boostanpassung. Das ist es doch, oder? Dafür benötigen wir Zink. Ist das da hinten Zink? Das ist Glas. Ich hoffe, das ist Zink. Ja, sehr schön. Das ist jetzt die Boost-Anpassung. Steht aber nichts Besonderes, aber machen wir mal. Bauen wir die doch mal, oder? Ah, schon automatisch da dran gekommen, oder? So, jetzt brauche ich nochmal einen Zink. Ich glaube, da hinten komme ich nicht dran, oder? Das ist vielleicht Glas, vielleicht ist auch Zink. Ne, ich glaube, das ist alles Glas, ne? Ja. Komme ich da dran? Ne? Das ist Aluminium. Das ist auch Aluminium. Da ist nochmal Zink. Ist das die nächste Boost-Anpassung oder baue ich dann die gleiche? Gute Frage, ne? Geländewerkzeugerweiterung. Ach, hier ist die breite Anpassung. Gut, dass ich nicht nochmal gemacht habe, ne? Weil die breite Anpassung gehört nämlich, glaube ich, auch dazu. Und da ist das auch dran, ne? Bohreranpassung Stufe 1. Dafür brauche ich Keramik. Keramik habe ich nicht. Ist auf allen Planeten verfügbar. Wenn man das da reinsetzt, gibt's nichts, ne? Ne, das geht nicht, okay. Wo ist denn das Glas jetzt hin? Ach, ich glaube dahinter, ne? Okay, die Boost-Anpassung haben wir erst. Lass mal gerade gucken. Ah, das Glas ist hier hingewandert. Ja, und was der Mordrak schon geschrieben hatte, war, dass wir jetzt hier noch ein kleines Lager zweimal machen und das da draufsetzen. Ja. Was machen wir denn da, ne? Ist das hier im Rucksack auch? Ich glaube ja, ne? Also hier brauchen wir Keramik, das haben wir ja nicht. Kleines Lager war doch hier auch, ne, oder? Wohl nicht. Ne, nicht hier. Gut, dann beim kleinen Drucker. Und zwar. Gucken wir mal, mittelgroßes Lager. Braucht der Harz. Ja, dann machen wir das mit Harz, ne? Noch zweimal Harz. Habe ich gerade im Rucksack. Und starten wir das. Wir müssen da nur weg vielleicht, ne? Gut, das läuft erstmal. Brauchen wir noch eine zweite? Allerdings der zweite, der steht hier schon rum, sehe ich gerade, ne? So, und
packen wir den da aus und der ist schon passend da drauf. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gut, dann ist unser Schmelzofen weiter ausgebaut. Das hatte der Mordrak geschrieben. Wir haben den Booster an unserer Waffe hier. Keine Ahnung. Ah, jetzt sieht das auch noch größer aus. Ne? Das passt schon mal. Kostet aber mehr Energie. Das hat Mordrak auch geschrieben. Da müssen wir halt gucken. Ne? Und dann schauen wir mal weiter, was wir jetzt tun können. Wir müssten jetzt mal schauen. Dieses Teil zum Erforschen. Damit wir wissen, was hier in der Erde so los ist. Das wäre ganz interessant, glaube ich. Ne? Und erstmal gucken wir mal, der Lichter in der Ferne. Entdeck eine Portalkammer. Finde eine der seltenen Strukturen, die eine Lichtsäule ausstrahlt. Okay. Druck einen Traktor. Okay. Druck einen Autoarm. Drucke kleine Shuttle. Veredle Wolfram mit zu Wolfram. Sammle Lithium. Sauerstofftank freischalten. Schalte Energiezellen frei. Schalte Leuchtstäbe frei. Schalte Dynamit frei. Okay. Die Portalkammer. Ich glaube, dann sind wir schon durch, ne? Das ist fertig, genau. Ja. Bereit zum Einsammeln. Ach, das hat man ja gemacht. Okay. Was haben wir da gekriegt? Ein Buggy. Sehr schön. Ah, jetzt habe ich das genommen, den Buggy. Woran sehe ich denn, dass das fertig ist? Ey, ist das dieses Symbol? Den Bohrmodus habe ich doch auch ans Geländewerkzeug gemacht, oder nicht? Ah ne, da fehlt mir Keramik, alles klar. Okay, dann ist das geklärt. Den Buggy stellen wir jetzt mal dahin und packen den da mal aus. Okay, da ist er. Da können wir jetzt mit durch die Gegend fahren. Und in irgendwelche Löcher fallen wahrscheinlich, ne? Muss ich da noch was anbauen? Ein Pfadfinderfahrzeug, das eine interne Batterie, zwei kleine Plätze und Sauerstoff enthält. Sehr geringer Stromverbrauch, wenn aktiv. Okay. Muss ich, glaube ich, noch einen Sitz für bauen? Vielleicht kann das sein. Weil einsteigen geht ja nicht. Mit F passiert ja nichts. Ja, irgendwo konnte man den Sitz machen. Ist jetzt aber auch erstmal nicht dort in meine Prio, sondern ich wollte jetzt mal gerade hier gucken. Nach dem Teil. Das Geoforschung macht. Leuchte, Flutlicht. Kleiner Generator, Energiezelle, kleiner Solarmodul, kleine Windturbine, kleine Batterie. Boostmodus. Weiteranpassung, schmale Anpassung. Die können wir auch machen. Hämmer. Geländewerkzeug, Ausrichtungsmodus, okay. Poweranpassung Stufe 2, Poweranpassung Stufe 3, nein. Kleine Kamera, kleine Trompetenhupe, holographische Figur. Geländeanalysator, den wollte ich haben. Kostet 2000 und ich brauche Zink dafür. Geländewerkzeugerweiterung ist es. Aha. Erkennt und diese Terrainfarben aktiviert durch Anschluss an Geländewerkzeug. Zielt im aktiven Zustand. Zieht im aktiven Zustand. Und dafür brauche ich das. Und ich brauche 2000 Energie, Forschungspunkte. Alles klar. Das heißt, wir müssen da erstmal was reintun in die Forschung, damit wir wieder was rauskriegen. Ich weiß gar nicht, was wir schon geforscht haben und was nicht. Ja, irgendwo lagen hier so Klamotten rum. Warte, habe ich das hier in der Station noch irgendwas liegen? Ich glaube nicht, ne? Wir hatten ja so Forschungsteile mitgebracht, aber okay, die sind jetzt nicht da.
Ich glaube, das hier war. Nee, das war nur Bio, das war kein Teil zum Forschen. Ich dachte, das wäre was gewesen. Da hinten könnte was sein, oder? Das sieht nach Forschungsteil aus. Koldran, Plattform für Koldran. Okay. Kann ich da jetzt schneller laufen? Nee. Kann ich das Ding da mitnehmen? Ne, geht nicht. Also geht schon. Ich komme da schon voran, aber sehr, sehr langsam. Kriege ich das da rein? Das ist die nächste Frage, ne? Ist schwer. Sehr schwer. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist, was ich tue, aber ich mach's mal, ne? Okay. Ich glaube, das ist zu groß zum Forschen. Ist die nächste Frage, was tut es? Kraftkürbisprobe benötigt, okay. Ich glaube, das bringen wir wieder dahin, wo wir es weggeholt haben. Ich weiß nicht, das ist mir nicht geheuer, das Ding. Leider ist das so schwer, dass ich nicht schneller gehen kann. Haben wir nächstes Rezept. Ah, Kürbisenzin. Also das kann man ja so weiter schneller transportieren wahrscheinlich, wie wenn ich das andere mache, was ich gerade eben vorhatte. Mach das da so wieder drauf. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber hier ist es gerade schlecht für mich. Ich habe gerade was abgekriegt. Ja, hätte man wissen müssen, ne? Weil da rot war. Okay. Die haben uns gehauen. Das ist nicht toll. Hier liegen alle meine Sachen, ey. Kann ich das jetzt hier so? Ich würde das gerne einfach aufnehmen, also nicht so hier hochheben, sondern tja. Muss ich wohl so irgendwie abmachen, ne? Den Sauerstofftank können wir dann da auch dran basteln. Ja, den möchte ich da oben gerne dran haben. Naja, ist erstmal egal. Was war das jetzt für ein Ding, was ich da oben dran gebaut habe? Coole Frage, ne? Achso, das war der kleine Behälter, alles klar. Ich glaube, jetzt habe ich das alles so hier abgemacht, oder? Aber mitnehmen kann ich es nicht. Und da ich alles ab habe, ist jetzt auch verschwunden. Glaube ich. Okay, auf, zurück zum Lager. Wir wissen jetzt, dass da rote Pflanzen sind, die böse sind. Und gucken jetzt erstmal, dass wir hier kleine Generator möchte ich da nicht hinmachen, den möchte ich tauschen.
Oh. Den machen wir dahin. Das ist die Erde, die soll dahin. Passt, das ist richtig. Fußanpassung kommt auf die Knarre. Und das hier ist die breite Anpassung, die kommt da auch dran. Erde, natürliche Ressource. Okay, einer ist zu viel. Sauerstofftank ist einer okay. Den zweiten lassen wir hier. Kann man den zweiten da reinforschen? Nee. Weiß ich noch nicht, was wir mit dem machen. Erde ist auch zu viel, wie gesagt, ne? Kann man die erforschen? Nein. Lass es mal da liegen. Die Verbindungen, okay, die können wir da noch lassen. Die brauchen wir vielleicht noch. Und das Gemisch lassen wir da auch. Sauerstofffilter. Kleiner Kanister. Ich brauche jetzt. Ich nehme den mal mit. Und den lege ich irgendwo hin, dass ich den unterwegs mal hätte, wenn. Keine Ahnung wo. So, Knarre weggetan. Rucksack weggetan. Passt erstmal. Und jetzt müssen wir Forschungspunkte haben, hatten wir gesagt. Um dieses Werks da zu kriegen. Aber dafür brauchen wir erstmal eine Pflanze. Um zu forschen. War hier oben nicht noch was? Da ist doch was, oder? Das kann man doch bestimmt forschen hier, oder? Genau. So, wenn ich das da hinten reinstecke, war, dass ich da mehr von habe, oder? Wie war das? Oh. Okay. Müssen gerade gucken, dass wir da nicht abstürzen. Also leider kann ich mit Shift nicht schneller laufen. Und da ist die Forschung. So, jetzt forscht's. Dafür gibt es dann wieder Punkte. Das ist wichtig, dass wir Punkte kriegen. Okay. Aber ich würde sagen, wir machen erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlädt. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.